Landeshauptmann Hans Niessl und Stellvertreter Johann Schürz stellten im Rahmen einer Pressekonferenz Einzelheiten der Alarmanlagenaktion vor. Damit soll sich jedermann im Burgenland eine Alarmanlage leisten können. Die Kosten dafür liegen unter 1.000 Euro. Es stehen 4 Pakete von 688 Euro bis 999,50 Euro zur Auswahl. Die Förderungen sind dabei schon abgezogen. Die Anlagen verfügen über einen Not- und Überfallschutz und ab Herbst 2016 wird es eine Verbindung zur Landessicherheitszentrale geben. Fragen zu diesen Alarmanlagen können Sie per E-Mail an info@sicherinburgenland.at stellen. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie alle sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Ich bin der Überzeugung, dass Sicherheit für die Burgenländerinnen und Burgenländer einen sehr großen und wichtigen Stellenwert hat. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass der Landeshauptmann Stellvertreter gerade im Sicherheitsbereich sehr intensiv arbeitet, hier Impulse setzt. Und wir werden auch in den nächsten Monaten zeigen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, dass das Burgenland auch im Bereich der Sicherheitsprävention, im Bereich der Sicherheit in den Gemeinden österreichweit eine Vorreiterrolle innehat. Ich war diese Woche auch bei der Landeshauptleitekonferenz und es war auch der Verteidigungsminister Doskozil anwesend und ich bin auch froh darüber, dass das österreichische Bundesheer 1,3 Milliarden Euro mehr bekommt, um auch zu können, nämlich Assistenzeinsatz, Katastrophenschutz und Sicherung der Grenzen. Wieder verstärkte Grenzkontrollen, mehr Polizei, Bekämpfung der Schlepperkriminalität haben Realität geworden. Nicht nur die Wahrheit, auch die Erkenntnis ist eine Tochter der Zeit. Es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Das Gemeindesicherheitspaket des Herrn Landeshauptmann Stellvertreters sieht hier vieles vor. Es ist zum einen das Modul Alarmanlagen. Darum geht es heute. Das wird auch in entsprechender Form präsentiert. Und wir haben auch diese Kooperation, die Sicherheitspartner in den Gemeinden in Vorbereitung. Und auch hier wird es in nächster Zeit wichtige Impulse geben. Wir sind aber, und das möchte ich auch betonen, mit der Arbeit der Exekutive natürlich sehr zufrieden, dass die Exekutive und die Polizei im Burgenland sehr gute Arbeit leistet, mit einer sehr, sehr hohen Aufklärungsquote. Das ist Realität und das zeigt, dass gut gearbeitet wird. Aber ich glaube, dass wir auch gefordert sind, zu sagen, wie können wir die Rahmenbedingungen für die Menschen verbessern, wie können wir die Arbeit der Polizei verbessern, wie können wir sie unterstützen. Es wäre viel zu einfach zu sagen, ja, ihr habt euren Job, macht es den ordentlich und wir lehnen uns zurück. Ich glaube, dass das Land in vielen Bereichen mit gutem Beispiel vorangeht und dass wir auch gefordert sind, im Bereich der Sicherheit etwas zu tun. Erfolg hat immer 3 Buchstaben. Tun. Und wir tun etwas für die Sicherheit in unseren burgenländischen Gemeinden. Und wie gesagt, für diesen Bereich ist auch der Landeshauptmann Stellvertreter zuständig. Und er wird mit der Präsentation dieses Moduls auch zeigen, wie hier in den letzten Monaten intensiv gearbeitet wurde, um ein entsprechendes Package zusammenzustellen. Da vielleicht auch auf meinen Bereich noch hinweisen. Wir haben sicheres Wohnen im Burgenland, Alarmanlagen, die bis zu 1.000 Euro gefördert werden, 1.500 Euro, wenn der Alarmanlage auch eine Videoüberwachungsanlage angeschlossen ist. Vielleicht eine kurze Bilanz, 2015 wurden 627 Alarmanlagen mit einer Summe von knapp 530.000 Euro gefördert. Also das nimmt die Bevölkerung
auch an. Und auch im heurigen Jahr hat es Zuschüsse in der Höhe von 194.000 Euro schon gegeben. Also auch in dem Bereich sind wir uns einig, dass das wichtige Maßnahmen sind. Dazu kommt auch die Förderung von Sicherheitstüren. Ich begrüße sehr und unterstütze das auch, dass im Rahmen des Gemeindesicherheitspaketes auch Alarmanlagen eine noch wichtigere Rolle spielen. Ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Sicherheitsmaßnahme ein wichtiger, nachhaltiger Beitrag zu weniger Einbruchsdelikten und damit zu mehr Sicherheit geleistet wurde. Und ich freue mich, dass wir das heute präsentieren können. Ja, danke, Herr Landeshauptmann. Ich möchte mich ausdrücklich auch für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit mit dem Herrn Landeshauptmann bedanken, der in diesem Bereich Sicherheit natürlich auch mit voller Tatkraft hier unterwegs ist, gemeinsam mit uns. Und man darf nicht vergessen, dass dieses Sicherheitspaket, das wir am 1. September dann so richtig starten, halt jetzt beginnt mit dem Alarmanlagenpaket. Und es gibt in Burgenland 10.000 Straftaten pro Jahr, das sind fast 30 pro Tag, also das ist gar nicht so wenig, wenn man das so betrachtet. Und daher ist es natürlich wichtig, das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu heben. Und ich glaube auch, dass dieses subjektive Sicherheitsgefühl durch diesen neuen durch dieses neue Sicherheitspartnerprojekt absolute Anerkennung finden wird. Das wird ein sozusagen Rundum-Service in den Pilotgemeinden, in den Projektgemeinden, ein Rundum-Service, wo es nicht nur um den Bereich Sicherheit geht, sondern auch um den Bereich Bürgerservice und um den Bereich Nachbarschaftshilfe. Und der erste Teil dieses Sicherheitspaketes ist der Teil der Alarmanlagen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine hervorragende Situation oder ein hervorragendes erstes Modul, das wir heute präsentieren können. Selbstverständlich wird diese Aktion oder diese Sicherheitspartnerinitiative in Kooperation mit der Polizei passieren. Das heißt, heute gibt es ja auch die Präsentation des Community Policing in Eisenstadt. Dort macht man schon darauf aufmerksam, wie sehr man auf die Bevölkerung zugeht im Bereich der Sicherheitspersonen, Sicherheitsgemeinderäte und so weiter und so fort. Und das heißt, wir versuchen und werden natürlich auch in Kooperation mit der Polizei ab 1. September dieses Projekt sozusagen, bitteschön, in Angriff nehmen. Ja, zu dieser Alarmanlagen, zu diesem ersten Projekt Alarmanlagen. Es freut mich ganz besonders, dass wir mit der Unterstützung der Wirtschaftskammer, mit der Unterstützung von Magister Herbert Wagner heute schon einmal diese Alarmanlagen präsentieren können. Was besonders hervorzustreichen ist und wo man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, das ist österreichweit einzigartig, ist, dass diese Alarmanlagen, die unter 1.000 Euro angeboten werden, die unter 1.000 Euro kommen, dass diese Alarmanlagen direkt zur Landessicherheitszentrale geschalten werden. Das gibt es sonst nirgends. Das heißt, dass wenn ein Einbrecher kommt und versucht, die Alarmanlage zu zerstören, dann hat er es zwar zerstört, aber trotzdem ist der Notruf zur Landessicherheitszentrale gegangen. Zusätzlich gibt es einen Notfalls-Notalarmknopf. Das muss man sich so vorstellen, wenn dieser dann gedrückt wird, dann kommt sofort die Polizei. Also wenn jetzt ein Einbrecher in das Haus kommt, na, bis du irgendwie versuchst, dich irgendwie zu wehren oder irgendwie versuchst, davon zu laufen oder irgendeinen Gegenstand zu finden, damit du dich wehren kannst, ist wahrscheinlich schon zu spät. Aber sobald man diesen Notfallsknopf drückt, kommt die Polizei. Das heißt, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und es ist auch so, dass wir natürlich mit dieser Direktschaltung zur Landessicherheitszentrale, dass wir da wirklich auch keine Kosten und Mühen scheuen. Also das heißt, das wird auch Geld kosten, dann müssen neue Leitungen gelegt werden und so weiter und so fort. Und wir werden, oder der Magister Herbert Wagner wird heute präsentieren, dass es wirklich möglich ist, gute Alarmanlagen für Wohnungen und auch für Häuser unter 1.000 Euro zu haben. Ich weiß, da hat es einmal einen ORF-Bericht gegeben, da hat man gesagt, unter 3.500 gibt es keine gescheite Alarmanlage. Ich glaube, wir werden heute beweisen, dass das sehr wohl möglich ist. Und daher ist es mir wirklich ein Anliegen, heute zu sagen, dass
alle Burgenländer jetzt die Möglichkeit haben, Alarmanlagen unter 1.000 Euro zu erwerben, die direkt zur Landessicherheitszentrale geschalten sind, die ein Teil sind dieses Sicherheitspaketes. Also das ist wirklich eine hervorragende Situation und ich freue mich wirklich darauf, dass wir schon starten können und diese Alarmanlagen schon anbieten können. Mit 15. Juni wird es möglich sein, ab 15. Juni diese Alarmanlagen zu erwerben, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, wo Elektriker, burgenländische Elektriker, die Möglichkeit haben, diese Alarmanlagen zu installieren. Also keine Elektriker, die aus dem Umfeld kommen, sondern burgenländische Elektriker haben die Möglichkeit, hier im Burgenland aktiv mitzuarbeiten mit diesem neuen Projekt. Und ich möchte jetzt den Herrn Magister Herbert Wagner zur Erklärung dieser Alarmanlagen das Wort übergeben. Danke sehr, vielen Dank. Ja, ich wurde als Sicherheitsexperte ersucht, ein Alarmanlagenpaket zu schnüren, das gewisse Kriterien erfüllen soll. Wie geht man das jetzt an, wenn man das professionell auf einer Managementmethode abarbeiten möchte? Für uns war klar, diese Alarmanlage muss Normen entsprechen. Das heißt, unsere Alarmanlagen erfüllen sowohl die österreichischen Normen als auch die Europanormen. Weiters war für uns wichtig, dass wir auch Richtlinien einhalten, wie man in Österreich und in Europa im Privatbereich Alarmanlagen installiert, plant. Dann sind wir einen anderen Weg gegangen, dann haben wir gesagt, okay, was gilt es zu schützen? Wovor muss sich jetzt jemand schützen, der eine Alarmanlage möglicherweise brauchen kann? Wir haben gesagt, wir wissen, es gibt den sogenannten Dämmerungseinbrecher, den kennen Sie. Sie wissen, es ist Winter, es ist 18 Uhr, es brennt kein Licht im Haus, der Täter meint, niemand ist zu Hause, bricht die Terrassentür auf, geht hinein, geht in den ersten Stock hinauf, gleichzeitig kommt die Hausfrau mit dem Kind nach Hause und hat jetzt eine ganz, ganz schlechte Begegnung, weil der Täter vielleicht die Treppen runterläuft und die Hausbesitzer da wegstößt und hinausläuft. Unsere Alarmanlage kann das verhindern. Wir haben das so konzipiert, dass man gesagt hat, okay, auf einer zentralen Stelle einen Bewegungsmelder installieren und es ist dem Täter unmöglich, durch das ganze Haus zu gehen und das ganze Haus zu durchsuchen. Genauso verhält es sich aber, wenn eine Familie ein paar Tage auf Urlaub ist. Jetzt haben wir noch gesagt, es wäre doch super, wenn man alleinstehende Menschen dahingehend schützen kann, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie jetzt nicht irgendwo zu einem Telefon hingehen oder vielleicht, wenn sie gestürzt sind, hinroppen müssen. Wir haben gesagt, wir geben zu dieser Alarmanlage noch einen Notruftaster dazu. Diese Notruftaster gibt es in Form einer Uhr beispielsweise oder aber auch zum Umhängen. Und in dem Moment, wo ich ein Problem habe, drücke ich diese Taste und sofort passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite heult im Objekt die Sirene auf. Wenn es ein Raubüberfall wäre, der Täter würde gestresst. Er weiß nicht, was passiert alles. Er weiß nicht, wie die anonyme Öffentlichkeit reagiert. Er weiß nicht, ist der Nachbar ein Polizist. Er weiß nicht, ist der Nachbar der Vater der Familie und kümmert sich gleich um diesen Vorfall. Ja. Das heißt, der Täter wird in der Regel davonlaufen. Ist es ein Unfall, so nehme ich zwar in Kauf, dass es jetzt auch heult, aber es wird sofort eine hilfegebende Stelle verständigt. Ja. Neben der hilfegebenden Stelle werden auch die Angehörigen verständigt. In jeder Alarmanlage ist ein sogenanntes Telefonwählgerät eingebaut, wo bis zu drei Nummern von der Verwandtschaft, von Freunden automatisch verständigt werden und die vierte Nummer ist bereitgestellt für die Landessicherheitszentrale. Wenn jetzt jemand schläft und wenn er einen leichten Schlaf hat, ist es leicht. Ja, ich höre Schritte im Haus, ich drücke den Notruftaster und der Alarm geht los. Ja. Sie sehen mit diesem Grundpaket, welches aufgrund der Förderungen, wenn man die zur Gänze in Anspruch nimmt, auf jeden Fall inklusive Montage unter 1.000 Euro kommt, ein sehr guter Schutz schon erzielt wurde.
Wir erfüllen damit auch grundsätzlich den Privatstandard nach den österreichischen Richtlinien. Das heißt, diese Anlage ist so, wie sie geplant ist, in Ordnung. Da wird nicht gespart, da wird nicht schlecht gemacht. Das passt so für Privatstandard. Sie wissen, es gibt den Privatstandard, es gibt den Gewerbestandard nieder, es gibt den Gewerbestandard hoch, dann gibt es den Werteschutz und die Hochsicherheit. Im Privatbereich befinden wir uns auf Privatstandard. Wir haben uns überlegt, wie können wir es schaffen, dass die burgenländische Wirtschaft da mitmacht. Da haben wir eine Kooperation mit dem Innungsmeister, der dann genauer dazu Stellung nimmt, getroffen. Und jetzt läuft die Phase an, wo die Betriebe sich melden können, dass sie mitmachen möchten. Und dazu wird der Innungsmeister genaueres erzählen. Gut, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Wir von der Wirtschaftskammer seitens der Alarmanlagenerrichter der Elektroinnung haben sich bereit erklärt, dieses Projekt gemeinsam mitzumachen, weil es ein Projekt ist, was auch einkommensschwächere Personen zum Schutz des Eigenheims auf jeden Fall dienen soll. Dieses Basispaket wird mit 30% von der Landesregierung gefördert, zusätzlich von der Energie Burgenland noch gefördert, und darum kommen wir auf diese maximal 1000 Euro für dieses Basispaket eines Einfamilienhauses. Sämtliche Alarmanlagenerrichter, burgenländische Alarmanlagenerrichter, die was bei diesem Projekt dabei sein möchten, diese können sich bei einer Plattform anmelden, und auf dieser Plattform kann sich dann auch der Kunde einen Elektriker aussuchen, der was ausgewählt wurde, der was geprüft wurde, der was die Zertifizierungen hat, Alarmanlagen fachgerecht zu errichten. Dieser wird auf dieser Plattform nachher erscheinen. Der Kunde kann sich nachher dort je nach Belieben am besten den ortsansässigen bzw. den Regionalbetrieb auswählen, und dieser kann dann eine Vorortberatung machen. Was ich schon dazu sagen möchte ist, jedes Haus ist anders, es gibt kleine, es gibt große, es gibt Villen. Wie gesagt, einkommensschwächere Personen sollen unterstützt werden. Es gibt aber auch Häuser mit mehreren Eingangstüren und mehreren Zutrittsmöglichkeiten. Und darum mein Appell, bitte vor Ort eine Risikoanalyse vom Elektriker, vom Fachpersonal einholen und erst anschließend das Angebot ansehen und dann dieses Paket nehmen und sicher wohnen. Danke. Herzlichen Dank, danke für die Statements, danke auch den Magister Herbert Wagner, den Herrn Wirth und natürlich den Landeshauptmann Stellvertreter, die federführend an diesem Projekt gearbeitet haben und die dieses Modul sicheres Wohnen zu vernünftigen Preisen auch im Burgenland kreiert haben.